Die Erwerbsminderungsrente kommt in der Regel nicht aus heiterem Himmel. Oft ist es so, dass du vorher Krankengeld, manchmal auch noch Arbeitslosengeld bezogen hast. Und in dieser Phase ist es ja normalerweise so, dass du keinen Urlaub nehmen konntest und sich hier Rückstände angesammelt haben. Vielleicht gibt es auch noch Rückstände aus Überstunden, die du vor deiner Erkrankung angesammelt hast. Was wird denn jetzt aus diesen Ansprüchen, wenn du eine Erwerbsminderungsrente bekommst? Hallo und herzlich willkommen beim SoVD Schleswig-Holstein. Und ich bin Christian Schulz. Heute machen wir wieder eine Frage von euch, die ist abermals über die Kommentarfunktion in unserem Forum gestellt worden. Falls auch du eine Frage hast, stell mir die gern unter dem Video, dann schauen wir, ob wir sie aufgreifen können. Oder du schreibst mir direkt eine Nachricht bei Instagram. Also, in bestimmten Situationen ist die Erwerbsminderungsrente wirklich der letzte Ausweg, wenn gesundheitlich also wirklich gar nichts mehr anderes geht. Für einige Menschen überraschend ist dann allerdings, dass du auch noch neben der vollen Erwerbsminderungsrente arbeiten darfst. Natürlich nicht in Vollzeit, sondern immer im Bereich des Erlaubten, also maximal 3 Stunden am Tag oder man sagt auch 15 Stunden in der Woche. Viele Leute können tatsächlich gar nicht mehr arbeiten neben der Erwerbsminderungsrente. Gleichzeitig gibt es aber auch noch eine Hinzuverdienstgrenze in Euro und Cent. Die beträgt aktuell 6.300 Euro pro Jahr. Und wenn wir das ein bisschen praktischer erklären wollen, können wir auch sagen, wenn du einen Minijob ausübst, maximal 450 Euro im Monat, dann bist du sicher, dann wird deine Rente nicht gekürzt. Warum ist das mit der Hinzuverdienstgrenze jetzt für unser Thema so wichtig? Wir haben ja folgende Situation. Du hast gearbeitet, bist dann schwer erkrankt und nach der Lohnfortzahlung hast du dann Krankengeld bekommen und irgendwann den Bescheid von der Deutschen Rentenversicherung über die Erwerbsminderungsrente erhalten. Den Urlaub aus dieser Zeit, den konntest du natürlich nicht nehmen. Das heißt, vielleicht hast du da jetzt noch einen Anspruch drauf und vielleicht hast du vor deiner Erkrankung ja auch noch wirklich richtig Überstunden rausgekloppt, woraus jetzt auch noch ein Anspruch besteht. Was passiert jetzt damit, wenn es doch eine Hinzuverdienstgrenze bei der Erwerbsminderungsrente gibt? Fangen wir mal mit den Überstunden an, denn da ist es ganz klar geregelt. Das ist Arbeitsentgelt und das Arbeitsentgelt wird beim Hinzuverdienst berücksichtigt, ist also Hinzuverdienst. Das heißt, auch wenn die Überstunden aus einer Zeit sind, wo du noch gesund warst, also vielleicht lange vor der Erwerbsminderungsrente angefallen sind, wenn du die jetzt vergütet bekommst, ist das Hinzuverdienst und fällt unter diese Grenze von 6.300 Euro pro Jahr. Und jetzt zum Urlaub. Das höre ich tatsächlich häufig von Menschen, die schwer erkrankt sind, lange krank sind, im Krankengeld waren und dann irgendwann die Erwerbsminderungsrente bekommen. Die haben keinen Urlaub genommen, da ist was aufgelaufen und das soll jetzt in Form einer Einmalzahlung abgegolten werden. Und hier kommt es jetzt darauf an. Wir müssen auf den Zeitpunkt schauen, an dem deine Rente offiziell losgegangen ist. Also nicht auf den Zeitpunkt des Antrags, sondern auf die Feststellung der Erwerbsminderung. Dieser Zeitpunkt ist ja häufig in der Vergangenheit. Und wenn dein Arbeitsvertrag noch gültig war zum Zeitpunkt des Rentenbeginns, dann wird so eine Einmalzahlung auch aus dem Urlaubsanspruch als Hinzuverdienst berücksichtigt. Das heißt, er fällt auch unter die 6.300 Euro. Das muss ich vielleicht ein bisschen deutlicher erklären, denn wenn du Krankengeld bekommst, Arbeitslosengeld, dann hast du in der Regel noch einen aktuellen Arbeitsvertrag. Natürlich bist du nicht mehr in der Firma, aber das Arbeitsverhältnis ruht, es ist aber noch gültig. Und wenn dieser Zustand noch herrscht, wenn die Erwerbsminderung festgestellt wurde, dann zählt die Einmalzahlung aus dem Urlaubsgeldanspruch als Hinzuverdienst und unter diese 6.300 Euro. Wenn die Erwerbsminderungsrente rückwirkend festgestellt wird, und das ist sehr häufig der Fall, dann hat das auch Auswirkungen auf deine Zahlungen von der Krankenkasse oder von der Arbeitsagentur. Und was du hierüber wissen musst, das habe ich in diesem Video erklärt. Für heute war es das. Ich hoffe, du konntest wieder ein paar wichtige Punkte für dich, für deinen Alltag mitnehmen. Ich sage ciao und bis bald.